Heyo Leute, Crymax hier und heilige Scheiße, Rockstar Games hat endlich mal wieder einen neuen Trailer veröffentlicht zu dem nächsten DLC, welches uns schon bald erwarten wird, um genauer zu sein, am 15.09. Und ich habe auf jeden Fall schon richtig krass Vorfreude auf dieses Update, die ganzen Events und so haben auf jeden Fall richtig krass ausgesehen. Jedoch kommt auf diese Vorfreude auch direkt schon wieder die Enttäuschung, und zwar finde ich das wirklich eine richtig asoziale Aktion von Rockstar Games, muss man einfach so sagen. Und zwar wird dieses Update wirklich komplett von den Events bis zum Rockstar Editor nur den PC und die Next-Gen-Konsolen betreffen, und das finde ich wirklich richtig hart. Ich war am Anfang schon so ein bisschen skeptisch, weil man am Ende von diesem Trailer eben nur das Xbox One und das PS4 Logo gesehen hat, und da habe ich schon in meinen Kommentaren gemerkt, unter diesem Trailer, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall mal auschecken, habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, dass die Leute da schon ein bisschen unruhig wurden und schon eben gefragt haben, ob es denn wirklich nur auf den Next-Gen-Konsolen kommt. Dazu habe ich noch gar nicht geantwortet, weil ich mir selbst nicht ganz sicher war. Ich habe gedacht, dass diese ganzen Next-Gen-Logos vielleicht nur für diesen Rockstar Editor stehen, aber zu diesen ganzen Unruhen hat Rockstar Games dann eben vor einigen Minuten nochmal eine Nachricht im Newswire verfasst, und da haben sie wirklich direkt schwarz auf weiß, oder um genau zu sein schwarz auf gelb, geschrieben, dass dieses komplette Freemode-Event-Update wirklich nur für die PC- und die Next-Gen-Konsole ist. Ich werde euch das Ganze jetzt hier mal im Hintergrund einblenden. Rockstar Games hat hier geschrieben, The Freemode Events Update is only for PC, PS4 and Xbox One. Und wie gesagt, ich finde es wirklich verdammt krass und auch teilweise ein bisschen asozial. Weil für mich kommt es wirklich so rüber, als wollte Rockstar Games einfach langsam von den Old-Gen-Konsolen wegkommen. Aber das finde ich einfach nicht korrekt, Leute. Denn dieses Update hat einfach nur neue Spielmodi und einige Events. Ich meine, ich könnte es verstehen, dass der Rockstar Editor jetzt nicht auf den Old-Gen-Konsolen kommt, weil der Rockstar Editor ziemlich groß aussieht, also von dem Speicherplatz her. Aber diese Events und neuen Spielmodi, sowas kostet einfach nicht viel Speicherplatz, und auch wenn die Old-Gen, was den Speicherplatz angeht, ziemlich beschränkt ist, denke ich, dass man diese ganz neuen Spielmodi und Events auf jeden Fall trotzdem auf der Old-Gen ja eben veröffentlichen könnte, aber Rockstar Games macht das einfach nicht, und das finde ich wirklich extrem hart. Ich weiß, mittlerweile haben sehr viele die Next-Gen, mich persönlich betrifft es auch nicht, ich habe auch die Next-Gen, aber ich weiß auch, dass es eben noch ziemlich viele Leute gibt, die immer noch auf den Old-Gen-Konsolen spielen, und ich finde, Rockstar Games sollte diese einfach nicht vernachlässigen. Rockstar Games sollte auf jeden Fall niemals vergessen, wo sie herkommen, wie vielen Spielern auf der Old-Gen sie einfach ihren ganzen Erfolg verdanken können. Ich meine, wie viele Leute haben auf der Old-Gen dieses Spiel gepusht und einfach Rockstar Games so viel Geld dafür geben, um dieses Spiel wirklich auch auf dem PC und auf der Next-Gen-Konsole noch weiter auszuführen, und ich finde, Rockstar Games sollte da auf jeden Fall ja einfach die Old-Gen-Konsole nicht so vernachlässigen, muss man einfach so sagen. Ich werde dieses Video übrigens auch an Rockstar Games Deutschland senden, vielleicht antworten sie ja auch auf das Video, und ich möchte euch einfach nur sagen, Leute, ohne Scheiß, supportet das Video, gebt dem Video auf jeden Fall mal ein Like, wenn ihr auch weiterhin noch die Old-Gen-Konsole unterstützen wollt. Ich will es euch jetzt einfach sagen, es tut mir leid, wenn ich euch jetzt diese schlechte Nachricht geben muss, aber ich bin gerade selbst so ein bisschen schockiert, weil Rockstar Games ja noch vor einigen Monaten eben geschrieben haben in ihrem Newswire, dass sie weiterhin die Old-Gen-Konsolen eben auch noch unterstützen wollen, und jetzt auf einmal mit diesem Update hören sie damit auf. Wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, lasst uns wirklich mal als Community zusammenarbeiten. Ich weiß, es gibt ziemlich viele, die jetzt auf der Next-Gen schon spielen und vielleicht nicht mehr so interessiert an der Old-Gen-Konsole sind, aber ich weiß, es gibt immer noch genügend Spieler auf der PS3 und Xbox 360, und lasst uns einfach mal als eine Army zusammenhalten, als der Crymax Army. Ohne Scheiß, drop den Like, Leute, lasst auf jeden Fall bei diesem Video ein Like da. Wie gesagt, ich werde das Video an Rockstar Games senden, damit Rockstar Games sieht, es gibt immer noch genügend Leute, die auch noch Updates auf der Old-Gen wollen. Das ist so verdammt krass. Leute, wir sind eine Army, wir sind die Crymax Army. Scheißegal, ob jemand auf PS4 oder Xbox 360 spielt. Es ist verdammt egal. Wir wollen alle GTA 5 spielen. Wir wollen alle weiterhin neue Updates für GTA 5 haben. Deswegen einfach mal ein Like da lassen. Ich meine, neue Spielmodi und Events, das kann wirklich nicht der Grund sein, dass die Old-Gen-Konsole überlastet ist. Ich glaube nicht, dass das wirklich die Kapazitäten der Old-Gen schon so ausreizt. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Schreibt mir dazu natürlich immer eure Meinung unten in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr die Old-Gen auf jeden Fall noch weiter supporten wollt. Ich werde, wie gesagt, das Video an Rockstar Games weiterleiten. Lasst uns es versuchen, weiterhin noch die Old-Gen zu pushen. Ich finde es auf jeden Fall so eine richtig krasse und auch teilweise asoziale Aktion von Rockstar Games, weil einfach das nächste DLC einfach, wie gesagt, nur die Next-Gen-Konsolen und den PC betreffen werden. Weil, schau mal, Leute, es ist so verdammt krass, ich kann gar nicht aufhören, mich darüber aufzuregen gerade. Ich meine, wir haben schon so lange keine neuen Updates mehr bekommen und Rockstar Games lässt jetzt einfach die Old-Gen-Konsole so aussterben. Ich weiß nicht, ob in Zukunft noch Updates da kommen werden. Auf jeden Fall, dieses DLC wird nur die Next-Gen und die PC-Version betreffen, und ja, wie gesagt, lasst mir einfach mal ein Like da, schreibt mir eure Meinung dazu wie immer unten in die Kommentare. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dann, haut rein, Leute, euer Crymax. This here is Givenchy, $900 jeans, homie. All these girls be raunchy, like let me see your peen, homie. She trying to cause a scene, but I'm in Paris with my team, walking slow like I'm on lean. Damn, my nigga jewelry look so clean. I occasionally bought in Lambin. I ain't talking about Jim Jones, nigga. I'm talking about.